So. Natürlich blonder als Daniela Katzenberger. Ich habe jetzt keine Ahnung, welches Musikstück gewesen ist. Ich habe gestern einmal mit Musikstück 8 gekämpft. Das war cool. Musikstück 8, sagst du? Ja. Dann machen wir mal 8 an. HBK ist blonder als Abi. Ja! Bin ich Was ist das? schon immer so blond? Okay, stimmt, Blue, blond. liegt an der Lampe. Oh, voll Scheiße, ey. Mein Ingame-Namen? Ja, ich Beziehungsweise weiß. auf dem oberen Bildschirm habt ihr ja gerade nur das Gegnerteam, ne? Wir sehen gerade Ja. gar nichts. Achso, Ja, ich jetzt. weiß. So, dagegen kämpfen wir jetzt, ne? Ich meinte nicht dich, Dara. Das könnte interessant werden. Dann würde ich mal sagen, viel Erfolg Dara nun und viel Erfolg auch mir. Sabi, du achtest auf den Chat? Ja. Alles klar, na dann würde ich Ich habe sagen. vorhin noch geholfen, dieses Elevoltech zu entwickeln. Und sie werden so schnell erwachsen. Na dann geht's jetzt auf gegen Daranun, auch bekannt als Ruby, und du bist Maike. Das ist verwirrend. Petri! Aber da steht Scheitel, Sabi. Wait. Ich fange mit Egal. Sabishi an. Petri. Yay! Heiken, du dies. Habe ich jetzt das Item richtig? Jawohl. Ups. Ja, hast du. I'm alive! Ich habe lange nicht mehr gespielt, sagen wir es so. Deswegen habe ich gestern wenigstens einen Online-Kampf gemacht. Warum So. kein Bylord? Petri ist auf jeden Fall schneller. Petri ist auf jeden Wobei. Fall Gestein. Warum hat das eigentlich Tiefschlag? Frage. Gestein, ja, das ist eigentlich nicht so gute Gegner. Ja. Warum habe ich nicht nochmal Tiefschlag gemacht? Gute Frage. Der hätte viel mehr Damage gemacht. Und jetzt bin ich auf epische Art und Weise tot. Ja, warte mal ab. Du wirst gerecht. Ich bin immer gerecht. Misty. Ja. Okay, ich glaube, Passend, dieser oder? Misty hätte Ash sehr bald das Fahrrad wiedergegeben. Ach du Ach was. Heilige. Glaubst du echt? Obwohl, eigentlich sehe ich da gar keinen Unterschied zur richtigen Misty. Ja, eben, na, sie ist vom Sternzeichen Garados. Deswegen habe ich das genommen. Der Einfolge wird das so aufgegriffen. Freeze? Hätte ja klappen können. Yay, ein Wiederbelebungskaffee. Der Pokédex ist voll fies. Der hat Sumpex fett genannt, indem er sagte, dass es über eine Tonne wiegt. Ja, jetzt muss man ein bisschen umdenken ohne Mega. Weil normalerweise spiele ich das Garados natürlich auf Mega. Japan Idol. Wirklich, Dara? Toxin ist natürlich böse. Misty wurde als Kind doch fast von einem Garados gefressen. Das kann auch gut sein. Wahrscheinlich gefressen und wieder ausgespuckt. Oder irgendwie so als Schicksals-Pokémon oder sowas war das bei ihr. Und bei James war das dann, nach Lavados. Und der hat sich die ganze Folge über lang richtig als richtiger, sag ich mal, Anführer und sowas Stimmt. gefühlt und hat so richtig krasse Scheiße abgezogen, als er gemerkt hat, oh, das ist eigentlich nur Humbug, ist alles in die Hose gegangen. Bester Name, Dara. Das Ja. Mmh. Japan Idol. Ich überlege gerade. Ich überlege gerade. Tu dir nicht weh. Ich heiße Ingame Misty. Okay. Okay. Willkommen Dann ich zurück, mich an die Ahmed. Folge. Willkommen zurück. Ja, jetzt erinnere ich mich auch an die Folge. James im Lavados-Kostüm. Das vergisst man nicht so schnell. Und die sind ja dann, glaube ich, zu dem anderen Team Rocket, also hier Cassidy und Butch und sowas alles. Und das war voll krass, die Folge. James ist sowieso der totale Badass-Pokémon-Trainer. Ja, James ist generell toll. Ich heiße Ingame Sabi. Der Ja. alte Crossdresser. Crossdresser. Crisscross. Der alte Chris Crossmann. Crisscross-Dresser. Shiny nach Tara. Mit dem Mein Namen nach Tara. Buh! Sabi war auch shiny. Shiny Sabi. Ah. Shiny Sabi. Shinies Jabi? Sabi? Ja, Chabi. in
In der einen Folge hat James Tits, ja, die wurde noch nie hier ausgestrahlt. Ach, hätte ja freezen können. Aber zurückgeschreckt, das nehme ich auch. Es ist mindestens mal bläulich angelaufen. Oh mein Gott, Shiny. Ja. Oh Gott. In einer Folge ist James in Team Rocket. Was? Das sollte ausreichen. Was ist so schlimm an Crossdressing? Gar nichts? Ich habe nichts dagegen gesagt. Zu damaligen Zeiten konnten sie das halt nicht im Kinderfernsehen zeigen. Ja. Heute wahrscheinlich auch nicht. Aber egal. Ich habe vorher gesagt, er ist total badass. Unter anderem deswegen. Vielleicht meintest du damit, er hat einen schlechten Hintern. Genau. Als Crossdresser hat er einen totalen Badass gehabt. Badass. Nein, das spielt gerade nicht Oren. Das spielt gerade daran nun. Wen nehme ich denn? Nehme ich mal meinen Sonic. Sonic. Gotta go fast. Alle mögen James und niemand mag Jesse. Gut so. Mauzi ist auch noch okayisch. Ja. Naja. Aber Jesse mag wirklich niemand. Ja, das stimmt. Die ist wirklich immer so ein bisschen meh. Ja, er ist ein verdammt böser Arsch. James Hintern ist doch hübsch. Ach ja, Sonic. Ich weiß noch, wie mein guter Sonic der Untergang vom lieben... Ach, jetzt komme ich auf den Namen nicht. Kuchenjäger war. Ah. Am besten ist Boing, genau. Steinkante. Autsch. Ich habe gerade statt alle mögen James gelesen, alle mögen Jesus. Ich sollte mehr auf den Chat gucken und nicht so auf den Kampf. Everybody likes Jesus. Jesus, man. Tuska, Tuska. He's the original G, ah ne. He's the son of the original G, genau, so ging das. Prinz Kappa. Prinz Kappa. Und it's a thing. Gilead. Moment, das Ding gegen Petri? Nee. Das Ding gegen Grima. Grima. Ah. Uhafnir. Och Gott, der deutsche Name ist so grauenvoll. Okay, das ist jetzt natürlich blöd. Ja, there's a jumping platform. Jump on it to jump. Nee, das war irgendwie... That's a ramp. Schon wieder! We can use it as a ramp. Guck mal, da wird schon wieder nach Faibishi gefragt. Again! Ah. Seid mit D! Eben. Seid ihr ein Paar? Seit 5 Uhr? Oh Gott, jetzt flattern die beide, Hilfe. Mein Libeldra hat keinen Spitznamen. Ich wollte gerade sagen, was ist das denn für ein komischer Spitzname? Libeldra. Oh. Komischer Name. Ah ja, war klar, dass das schnell... Nee, ich bin schneller. Cool. Oh. Okay, gegen Waffen schneller sein ist nicht übel. Ach, zurückgeschreckt. Hast du ein Schwein. Ja, auf jeden Fall. Stimmt aber, dagegen schneller zu sein... Nicht schlecht. Aber pass auf, dass du nicht aus Versehen die Megaform von Libeldra benutzt. Oh, wait. Ja, genau, dass ich nicht den Megastein benutze. Hi, Petri. Petri ist jetzt irgendwie so der Running Gag. So ein bisschen. Jede Runde Petri. Ist gleich kurz. Gegen jedes Pokémon Petri, ja. Jetzt weiß ich, warum ich schneller bin. Yeah. Bis gleich, Bisa. Autsch. Jetzt weiß ich, warum. Fokus, ne? Was kannst du eigentlich alles? Thanks. Du kannst, aber ich weiß nicht, ob du schneller bist. Hafner ist doch eigentlich schneller als die Beldra. Ja, ich weiß. Aber es gibt auch einen Grund. Es gibt doch einen Grund, warum das schneller war. Der Running Hack. Running Hack. Nee, es ist ja das Running Hack. Das Running Hack. Knirscher. Überlebst du. Ja. Locker. Absolut. Verteidigung sinkt. Das will man natürlich nicht hören. Ducke.
Was kannst du eigentlich alles? Gut vorbereitet. Ja, es ist eine Weile her. Oh Gott, das ist garantiert ein. Nee, ich werde nicht spoilern. Aber ja, ist es. Ah. Denke ich mal. Ich glaube, ich weiß, was du sagen wolltest. Hier, meine blonde Mähne nochmal. Ohne Mist, sie sehen aber wirklich krass blond aus. Tor. Tor! Sie werden so schnell erwachsen. Ich kannte es noch, als es ein Electek war. War es deins? 5 Sekunden, nein. Ich habe nur kurz beim Entwickeln geholfen mit Tausch. Autsch! Au. Ripp. Au. Rippchen. Aber sowas von. Tua. Okay, ich habe lange nicht gespielt, ich merke es. Ich glaube, man merkt es auch so. Warte, man darf nur einen Pokémon schlafen legen und die anderen Statuseffekte wie Verbrennung und Vergiftung und so weiter? Bei denen gibt es keine Beschränkung. Nee, da haben wir bisher keine Beschränkung reingesetzt und ich denke... Das sollten wir auch lassen, weil das echt unvorhersehbar ist. Tor! Tor für Asgard! So. Frag mich, ob er einen Loki im Team hat. Haldara ohne Loki? Levi? Levi. Levi, von mir aus. Shiny. Natürlich! Wie viel hast du denn noch? Er hat irgendwie so eins, was okay. 12 Pokémon mit. Es kam mir gerade so ein bisschen so vor, ja. Aber Shiny Zorak ist eins von den schönsten Shinies. Trotz gesenkter Initiative bist du schneller gewesen. Aber? G to the G. Und Tota. Vero hat gewonnen! So. Ich hasse den Feentypen. Ja, ich komme da auch noch überhaupt noch nicht drauf klar. Hätte auch gebannt werden müssen. Ja. Hallo Victory, willkommen beim Stream. Passend zu meiner Victory.